meine Lieben, heute möchte ich mit euch quatschen und zwar über Mode und Trends 2016. Ich möchte euch so ein bisschen erzählen, was für Farben auf uns zukommen werden, gerade für den Frühling, was für Muster. Und ich denke, das ist ganz interessant, mal zu sehen, wie sich die Mode zu dem letzten Jahr so verändert hat oder auch nicht. Ich würde einfach sagen, seid gespannt und ganz, ganz viel Spaß. Kommen wir zu den Farben. Das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, was auf uns zukommt. Und in diesem Jahr ist Rosa und Hellblau, also Pastellrosa und Hellblau, total im Trend. Gerade für den Frühling, der jetzt ansteht und ich hoffe, dass er bald kommt, weil ich mich total freue. Ja, sind es so die zwei Hauptfarben, die man einfach tragen sollte. Und wenn es euch gar nicht gefällt, dann müsst ihr das natürlich nicht. Ich bin eh jemand, der sagt, man muss nicht immer den Trend hinterhergehen. Aber es ist trotzdem, finde ich, sehr interessant, einfach darüber informiert zu sein. Und ich persönlich muss sagen, bin ein total Fan von Pastelltönen, deswegen freue ich mich wirklich riesig. Ja Mädels, wenn wir bei Pastell sind, dann habe ich dazu ein bisschen was zu erzählen. Also Pastelltöne nicht in Form von Oberteil oder ein Blazer oder ein Röckchen oder in einer Bluse, nein, 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 auch sehr ausgefallen in Lederhosen zum Beispiel oder Lederröcke. Nicht jeder traut sich und das ist mit Sicherheit auch nicht jedermanns Ding, aber ich finde das sehr interessant. Kann sehr gut aussehen, wenn man weiß, wie man es kombiniert. Ja, und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da so auf uns zukommt. Und ich bin der Meinung, dass dieses Jahr der Trend einfach, ja, explodieren wird. Ja, das wird, glaube ich, mein Lieblingsjahr, was die Mode betrifft. Ich kann mich damit, glaube ich, sehr, sehr gut identifizieren. Ihr könnt mir ja sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren schreiben, wie ihr so die Farben findet, die auf uns zukommen. Seid ihr auch so Pastelltöne-Fans? Also ich absolut, muss ich wirklich gestehen, ich liebe es. Reden wir mal bitte über die 70er Jahre, das wird nämlich auch total im Trend sein. Also gepunktete Oberteile, viel Seide, gestreift. Und im letzten Jahr hatten wir wirklich sehr, sehr viele Streifen. Nicht nur im letzten Jahr, auch im vorletzten Jahr. Und ich muss sagen, es ging mir so ein bisschen auf die Nerven, dieses schwarz-weiß gestreifte. Ist persönlich überhaupt nicht mein Ding. Aber durch die Pastelltöne wirkt das jetzt für mich ganz anders und ich denke, dass ich auch gestreifte Kleidung tragen werde mit Pastelltönen. Also ihr werdet in diesem Jahr sehr, sehr viele gepunktete Kleidung finden mit sehr vielen Streifen, aber eben in diesen Pastelltönen. Nicht nur hellblau und rosa, was ja total im Trend sein wird, sondern ruhig auch in hellgrün, in orange, in wirklich in allen Komplementärfarben, die wir besitzen, aber in ganz, ganz hellen, weichen Tönen. Ja, und ich finde das wirklich unglaublich cool und ich freue mich richtig drauf. Und ich denke, dass ich dann auch gerne das eine oder andere Mal auch mal was Gepunktetes tragen werde. Mädels, Jeans. Jeans wird total im Trend sein im 2016 und ihr werdet jetzt sagen, hä, Mayra, Jeans, ist das nicht immer im Trend? Halt, ihr werdet Jeans in Form von einem Jumpsuit finden, in Röcken, in, ja, Zweiteiler, also Jeans in allen Varianten und darauf freue ich mich wirklich sehr. Die Mode hatten wir ja schon mal vor vier Jahren, da hatte ich selbst Jumpsuit, Jeans, ja, so ein Kleid in Jeans und ja, Blazer in Jeans. Also, ich liebe das und ich freue mich, dass das kommt, muss ich ehrlich gestehen. Und es wird wirklich richtig, richtig im Trend sein und das werden wir sehr, sehr oft sehen. Ja, auf der Fashion Week haben wir auch sehr, sehr viel Romantik entdeckt. Also nicht nur Pastelltöne und Nude-Töne, sondern wirklich alles, was man mit Romantik irgendwie ja so beziehen kann. Tull, Seide, ja, glänzende Stoffe, also es wird wirklich sehr, sehr romantisch. Nicht nur in der Kleidung, auch was die Haare angeht, viele Flechtfrisuren und ja, viele Pastelltöne. Was Make-up angeht, wird es auch richtig schön pastellig und ja, ich glaube, wir werden sehr, sehr oft zum Rosa greifen. Kommen wir zu dem Klassiker und zwar Karo. Es wird viel Karo zu sehen sein und ich muss da leider sagen, dass ich ehrlich nicht so der Fan davon bin. Aber das werden wir auch wieder in diesen Pastelltönen finden. Ja, auch viel Rot wird mit dabei sein und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das dann so kombinieren werden. Also ich muss sagen, ich laufe den Trend nicht unbedingt nach. Wenn mir was nicht gefällt, dann werde ich das nicht anziehen, nur weil es im Trend ist oder Mode ist. Ja, Karo, ich weiß es nicht. Schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr davon hält. Könnt ihr euch vorstellen, ja, zu Karo zu greifen, viel davon anzuziehen, ob es jetzt Blusen sind, Hosen, Röcke. Ja, schreibt mir das doch einfach mal bitte in den Kommentaren.
Wildledermädels. Also Wildleder wird auch total im Trend sein, aber wieder in diesen Pastelltönen. Also ich kann es nicht oft genug erwähnen. Es wird sehr pastellig, sehr frühlingshaft, sehr babyhafte Farben und ich kann mich absolut damit identifizieren und ich freue mich unheimlich. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ich konnte euch vielleicht ein paar Tipps geben oder... Ich sitze ja vorm Fenster, ne? Und da ist gerade jemand vorbeigelaufen und stand, glaube ich, mehr als eine Minute vor dem Fenster und hat hochgeguckt. Peinlich. Die denkt sich wahrscheinlich, was macht die Alte da? Also übrigens, meine Stimme hört sich katastrophal an. Ich bin total erkältet, aber ich hatte trotzdem voll Bock, einfach dieses Video zu drehen und euch einfach zu informieren, was der neue Trend 2016 sein wird. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, dass es informativ war und ich freue mich, wenn ihr zu meinem nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, bleibt mir gesund und bis ganz bald. Ciao!